wir uns hier bewegen, kommt dieser Drache, denke ich mal, hoffe ich mal. Das ist einfach jetzt wichtiger. Außerdem haben wir noch einige Dinge mit euch zu besprechen. Ja, ja, ja. Nicht, dass ihr denkt, ihr kommt mir hier vorbei, ohne das. Ach, Quatsch. So. Nur ein einziger. Nur ein einziger. Will der mich verarschen? Jeder greift einmal an. Zack. Bams. 30 Magiepunkte. Oh. Mir ist egal, ich brauche das Ding nicht mit Queener Magiepunkte. Vivi greift an, sie dann beendet. So, meine Friends, ja, ich habe in den letzten Tagen mit meiner kleinen Gruppe von Etta, das ist natürlich etwas, was ich dringendst immer öfters brauchen werde in Zukunft, weil Etta schon Magiepunkteheilung, ne, das ist schon wichtig. Nee, also ich habe mit Justin, also mit Ceramius und Pidipit oder Justin und Basti oder wie auch immer ihr sie nennen wollt, habe ich angefangen quasi den Nachfolger für Deponia oder ein anderes Spiel aufzunehmen. Und zwar handelt es sich dabei um das gestern 75% reduziert gewesene Torchlight 2. Keine Sorge, es wird nichts, also langes. Das Ding wird so schnell durchgezockt, wie es nur geht. Ich kann auch, selbst wenn ich gewollt hätte, nicht so lange spielen. Da eben einfach meine Teammates extrem, beziehungsweise einer ist extrem ungeduldig und wir haben jetzt schon die ersten, beziehungsweise ich habe die ersten 5 Parts aufgenommen und es ist ziemlich cool, muss man einfach so sagen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob es euch so gefallen wird wie mir. Mir gefällt es extrem, muss ich sagen. Da ist einfach so ein Hacken, also einfach prügeln und weiterlaufen, prügeln und weiterlaufen, prügeln und weiterlaufen. Ich denke, das könnte euch auch gefallen, weil wir halt die ganze Zeit die blöde Kacke quatschen und labern und alles und ja, ich wollte halt einfach auch mal was mit denen zusammen machen. Nicht immer ständig irgendwie allein irgendwas aufnehmen. Fände ich auch, also fand ich auch eine gute Idee, finde ich persönlich. Von daher, das ist auch ein Hintergrund, muss ich sagen. Ich gehe jetzt gerade aus Burmese hier raus, einfach um Vivis Magiepunkte zu füllen, weil diese scheiß Vollidioten einfach mit ihrer Hammerattacke alles weghämmern. Ja. Das wäre quasi so eine neue Ankündigung. Torchlight 2 wird direkt nach Deponia kommen. Ich denke mal, da wird auch alles schon bereits hochgeladen worden sein, sobald wir hier fertig sind mit allem. Also ich meine, Deponia wird noch nicht mal fertig aufgenommen sein und Torchlight ist schon fertig aufgenommen, weil ich einfach irgendwie Bock haben, mit den anderen was aufzunehmen. Es ist extrem lustig. Wir spielen es zu viert. Es ist noch ein Kumpel dabei, der ständig im TS ist. Ja. Ich finde es ehrlich gesagt ziemlich geil. Freue mich auch übel wieder auf später. Da wird nämlich nochmal eine Runde aufgenommen. So ein, zwei Stündchen. Es ist so ein bisschen Diablo 3-like, kann man sagen. Und ja. Das ist schon ein kleines, billiges Diablo 3, ich sag mal, ein gutes Alternativspiel. Sagen wir es mal so, wie es ist. Es ist ein extrem gutes Alternativspiel. Top. Muss man einfach so gesagt haben. So. High Potion geklaut, passt. Jetzt bin ich gespannt, was blitzt uns wieder. 144 oder so, denke ich mal. Na, 124. Queen hat nur 90 oder so. Ach, 200. Finde ich eigentlich ganz gut, so wie es aussieht zurzeit. Vom Upload-Plan her. Ich habe auch extrem viele Sachen aufgenommen. Das heißt, mein Material dürfte eigentlich bis Mitte Februar
nicht aufgehen, wenn ich so weitermache. Vielleicht schaffe ich es dann sogar 3 am Tag hochzuladen. Videos meine ich natürlich. Aber das müsste ich erstmal abchecken, da mir ehrlich gesagt, es wäre mir zu blöd, behaupte ich jetzt einfach mal so. Beziehungsweise es ist nicht zu blöd, ich würde es ziemlich gerne machen, aber ich habe einfach nicht die Zeit dazu, so viele Videos ständig hochladen zu können. Ich bin schon mit 2 ziemlich gut beschäftigt, sagen wir es mal so, und dann halt auch noch die ganze Zeit schauen, dass Final Fantasy Montag bis Freitag kommt, Deponia Montag, Mittwoch, Freitag und StarCraft Dienstag, Donnerstag hochgeladen wird und Samstag, Sonntag halt die anderen Spiele, beziehungsweise Sachen. Bin ich eigentlich schon gut dabei. Und da haben wir 2 neue Gegnertypen, die es zu erkunden gilt. Ich hoffe, die bringen einiges an Erfahrungen, sollten sie auch. Oh mein Gott. Ist das wirklich das, was ich dachte? Gerade? Ich glaube, das ist es wirklich. Oh mein Gott. Wie mache ich das Allheilmittel auf? Vivi, Vivi. Zack, mach Vivi heil. Zack, der eine müsste jetzt erledigt sein. Ja, genau. Machen, du Junge. Jetzt wird's langsam richtig düster für Vivi. Allheilmittel. Pam! Gehealt. Das ist schon wichtig, dass wir da unsere Charaktere heilen lassen. Muss man einfach so sagen. Weil so einen unnützen Tod brauchen wir nicht und unsere Charaktere sollen ja alle Levels, Level-Ups bekommen und EPs. So, jetzt brauchen wir noch 2 Kämpfe, schätze ich mal. 3 maximal. Und unsere ersten 3 hätten dann quasi die Level 16 erreicht. Das war das Ziel. Dann geht's direkt weiter, wie versprochen. So, unsere Gegner werden natürlich auch immer stärker. Das heißt, wir müssen auch aktuell bleiben vom Level her. Von daher ist das schon in Ordnung, so wie wir das gerade spielen. Das Let's Play wird sich aber tierisch strecken. Wir sind nach knapp 40 Folgen, glaube ich, immer noch auf CD1. Ich denke mal, so mit der 50. oder ein bisschen weiter zurück könnten wir CD2 erreicht haben. Und das wäre schon ein extra... Der hat gut getan, Zidane. Der hat gesessen. So, Zidane Level 16. Vivi im nächsten Kampf auch. Und Queena eigentlich... Ja, mei. Ich habe gesagt, bis die ersten 3 Level 16 sind, dann halte ich mich auch daran. Ich hab's versprochen. Und das wird auch so bleiben. Nur hätte ich es mir eigentlich gewünscht, dass wir mit Level 16 in die nächste CD gehen. Aber irgendwie wird das so nichts. Deswegen kein Stress. Wir machen das einfach so. Genau. 2 solcher wieder. Okay, die pissen mich jetzt schon an. Weh, es ist kein Hinterhalt. Das ist schon mal schön. Einmal bitte nicht gemacht. Diese Ding-Attacke, die geht mir schon echt auf die Nüsse. Sollen die sie dann abnehmen, was sie wollen? Das ist mir wurscht, solange sie Vivi seine Magiepunkte in Ruhe lassen. Die sind mir nämlich am allerwichtigsten. Und sobald die in Gefahr sind, raste ich aus. Kann's wie... Elixier? Ne. Ne. Und dieses Sackgesicht stirbt jetzt auch noch. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Klaumi hat eine Potion, aber nicht mein Elixier oder so. Oh man. Wovon haben wir doch nur so wenig? Oh, scheiße. Ein Ether ist aber auch kein guter Deal. Fuck, ey. Oh, nee, ich mach das jetzt so. Ich hab keinen Bock. Ich will alle Level 16 haben. Und die 400 Erfahrungspunkte, die machen wir jetzt auch noch mit Queena, wenn wir schon angefangen haben. Also kein Stress, bitte. Bitte kein Stress.
So, meine Freunde, dann habe ich euch quasi Torchlight 2 jetzt schon angekündigt. Ah, ein Hinterhalt, das ist sensationell. Zack, zack, zack. Als nächstes, was wollt ihr von mir sehen? Ich habe schon Vorschläge gehört von ein paar von euch so Richtung, ja, Black Flag, Assassin's Creed und so. Wird alles natürlich noch kommen. Kein Problem. Mache ich gerne. Aber ich muss leider sagen, dass ich zurzeit, ich habe mir feste Projekte vorgenommen, beispielsweise Deponia und Final Fantasy zum Beispiel oder StarCraft jetzt auch. Und eben so ein Projekt wie mit Torchlight 2, so wie mit meinen Kompagnons, die würde ich halt auch ziemlich gerne, da würde ich Prioritäten setzen. Aber hier mein Deal an euch, wir können das so machen, ich fange ein, nachdem ich Deponia und Torchlight hochgeladen habe, müsst ihr mir einfach nur sagen, soll ich Assassin's Creed oder so, irgendein anderes Spiel, was euch gerade einfällt, Far Cry 3 oder was auch immer ihr wollt, anfangen und let's playen? Oder soll ich meinen Plan strikt durchziehen? Das ist euch überlassen. Das dürft ihr entscheiden. Von daher schreibt es mir bitte in die Kommentare. Des Weiteren ist mir aufgefallen, wir lernen uns so langsam aber sicher den einen. Ja, wobei 100 ja nicht, so Richtung 80 sind wir jetzt auf dem Weg, ne? Ich habe gestern geschaut, da waren wir schon 70 auf meinem Kanal, die abonniert haben, ne? Da finde ich schon ganz groß mittlerweile. So langsam geht's in Richtung 100 und da müssen wir uns was überlegen, meine Freunde. Da müssen wir uns was gemeinsam überlegen. Habt ihr eine PlayStation 3 oder irgendwas auf dem PC, was ihr zusammen mit mir zocken wollt, müsst ihr mir in die Kommentare schreiben. Da bin ich nämlich jetzt am Tüfteln. Ist es mir egal. Ich kaufe mir auch diesen Koop. Ihr müsst mir nur sagen, was ihr spielen wollt, beziehungsweise was ihr sehen wollt, was das wir spielen. Das ist die einzige Bedingung. Ansonsten werden wir alles erledigen. Zack, Queena 600, sie dann erledigt. Super. Ja, das wäre mein Angebot an euch. Ihr gebt mir einfach Bescheid, so was, worauf ihr Bock habt. Und wenn wir dann wirklich mal die 100 Abonnenten, was ich eigentlich ziemlich geil fände, knacken würden, dann gibt's natürlich was Fettes von mir. Und zwar auf die Fresse. Nee, Spaß. Dann feiere ich uns alle. Und dann geht's auch richtig los. Dann habe ich auch richtig Bock. Ich habe natürlich auch jetzt schon richtig mega Bock und werde halt dann auch direkt euphorisch, wenn ich davon quatsche. Merkt man mir vielleicht gar nicht an, aber das ist einfach toter Ernst. Ja, es ist toter Ernst, nicht todernst, sondern toter Ernst. Ja, also ihr wisst Bescheid. Und ja, das ist einfach so. Zurzeit habe ich eh nicht mehr so viel zu tun. Bin Single geworden. Meine Freundin hat Schluss gemacht, leider, ja. Oh mein Gott, Brandy, nein! Leider doch. Kann man nichts machen. Das würde ich gerne ändern, aber ich habe halt mega Scheiße gebaut und ist schon alles verständlich und alles so okay, wie es gelaufen ist. Also, wie sie jetzt reagiert und alles, aber ich habe gehofft, da kann ich noch was machen, aber irgendwie anscheinend nicht mehr so. Ab und zu lässt einen die Vergangenheit leider auch nicht los. Aber ich denke mal, ich habe für die Zukunft gelernt und ich werde definitiv nicht nochmal so eine Scheiße abziehen. Ich habe schon mal jetzt, also jetzt mit meiner Freundin, beziehungsweise meiner Ex-Freundin, wie sie genannt werden will, den wichtigsten Menschen für mich verloren. Das ist schon, weiß ich nicht, macht mich nicht so, ist nicht so toll, finde ich. Vor allem,
Das Schlimmste daran ist ja eher so, dass ich habe ja immer noch aufnehmen können. Sie war immer so rücksichtsvoll, was das anging, und ich hab's trotzdem so vermasselt, und ich weiß gar nicht, wie ich das jemals wieder gut machen soll in meinem ganzen Leben bei ihr, falls sie jemals wieder mit mir Kontakt haben sollte. Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, wie ich da irgendwas wieder gerade biegen soll in dem Bereich. Von daher finde ich es eigentlich, hat sie schon recht gehabt, wo sie gemeint hat, dass es am besten ist, wenn, also sie will auch nichts mehr von mir wissen oder so. Stimmt schon, also hat sie schon recht gehabt, muss man einfach so sagen. Ach so, das Ding ist geflüchtet. Ja, das kann man natürlich auch machen. Oder was auch immer da gerade passiert ist. Ja, schade. Ich hab mir echt, also, das ist halt schon traurig, wenn man wusste, dass wenn man von der Arbeit kommt und, oder vom Praktikum oder von der Schule, da war halt eine Person, die hat schon auf dich gewartet.